Nummer 5. Der Behringer Microamp HA400 ist eine gute Wahl für Musiker, die eine zuverlässige und erschwingliche Option für Kopfhörermonitoring suchen. Mit 4 Stereo-Verstärkern kann dieses Produkt verschiedene Arten von Kopfhörern bedienen, auch bei extrem hoher Lautstärke. Die Klangqualität ist auch bei höheren Lautstärken gut und bietet beeindruckende Klangdetails. Der niedrige Preis ist ein großer Anreiz für diejenigen, die ein solches Produkt suchen. Allerdings gibt es ein gewisses Hintergrundbrummen, das für manche störend sein kann. Aber im Allgemeinen ist der Microamp HA400 eine ausgezeichnete Wahl für Live-Auftritte oder Studioarbeit. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4. Der Fosi Audio T20 ist ein kleiner Röhrenverstärker für Liebhaber des warmen Klangs. Er ist mit analogen und Bluetooth-Verbindungen kompatibel und bietet die Möglichkeit, dank der aptX-Technologie ein High-Definition-Audiosignal zu übertragen. Der Kopfhörerausgang ist für Kopfhörer mit einer Impedanz zwischen 16 und 64 Ohm geeignet, ideal für Hi-Fi-Kopfhörer der Mittelklasse. Die Ausgangsleistung beträgt 2 bis 50 Watt RMS und eignet sich sowohl für den Anschluss von Kopfhörern als auch von externen Lautsprechern. Der warme, weiche und satte Klang, den der Röhrenverstärker liefert, bietet ein einzigartiges Hörerlebnis. Der Fosi Audio T20 ist ein ideales Gerät, um die Klangqualität von Hi-Fi-Kopfhörern zu genießen. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3. Für Gamer, die sich ein hochwertiges Audioerlebnis wünschen, ist der Creative Sound Blaster XG6 der ideale DAC-Verstärker. Dieser kleine Kopfhörerverstärker aus hochwertigen Materialien und mit hervorragender Leistung stellt eine deutliche Verbesserung der Gaming-Hardware dar und kann mit allen gängigen Plattformen verwendet werden. Im Inneren dieses Geräts befinden sich 2 Hauptelemente, die eine hervorragende Verarbeitung des von der Quelle kommenden digitalen Audiosignals garantieren. Das erste ist der eingebaute DAC, der eine 32-Bit-Digital-Analog-Wandlung und 384 kHz bietet, sogar mit 7.1 Surround. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2. Der Audio Engine D1 ist ein hervorragender Kopfhörerverstärker der Mittelklasse, der sich sowohl für einen Laptop als auch als kleine Hi-Fi-Komponente für eine Stereoanlage eignet. Ausgestattet mit einem eingebauten DAC, der eine Auflösung von bis zu 24 Bits unterstützt, bietet er 2 Eingänge, USB und SPDIF, sowie 2 analoge Ausgänge, eine Mini-Klinke für Kopfhörer und ein paar Cinch-Anschlüsse für den Stereo-Verstärker. Mit einer Ausgangsleistung von 10 bis 600 Ohm bietet die Audio Engine D1 einen hochwertigen, klaren und gut definierten Klang auch bei komplexen Tracks. In Verbindung mit einer Hi-Fi-Anlage liefert er über den optischen Anschluss mit höherer Abtastrate einen hervorragenden Klang. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Der X-Duo TA30 ist ein extrem vielseitiger Röhrenverstärker, der sich für viele Zwecke eignet. Er kann als USB-Audio-DAC verwendet werden, um hochauflösende Tracks von verschiedenen digitalen Musikquellen zu konvertieren und ein paar hochohmige Hi-Fi-Kopfhörer zu verstärken. Er hat eine Ausgangsleistung von 3000 mW an 32 Ohm und 2 Watt an 150 Ohm und ist in der Lage, 32-Bit PCM bei 768 kHz zu dekodieren, wenn er über einen USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen ist, und bis zu 24 Bits bei 192 kHz über einen koaxialen optischen Eingang. Er kann auch im Bluetooth-Modus angeschlossen werden, wobei die aptX-Technologie zur Übertragung von High-Definition-Musik verwendet wird. Auf der Vorderseite befinden sich eine Reihe von Reglern,
mit denen sich die Lautstärke und die Klangqualität individuell einstellen lassen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt.